Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Chronicles. Wieso geht jetzt mein Gamepad schon wieder nicht? Fuck, come on. Thank you. Gehst du jetzt? Ja. Jetzt geht es. Huch, nein. Das wollten wir nicht. So. Dann gehen wir jetzt mal ganz entspannt hier runter. Aber wo soll ich denn mich am besten runterlassen? Hier so, oder wie? Tut das... Das tut aber schon ganz schön weh. Geht das nicht auch anders? So, jetzt habe ich ja ein bisschen Ruhe. Und kann ich da nicht irgendwie durch? Das sieht nicht so aus. Wir haben ja auch gar nichts. Okay. So, soll ich mich hier... Ja, das war dumm, ne? Ach so, oder auch nicht. Oder auch nicht. Auch wenn das grüne Wasser nicht so toll aussieht, nicht so gesund. Okay, ich nehme an, wir folgen ihm. Und beim letzten Mal, als wir da gestorben sind, waren wir, glaube ich, schon bei dieser Stelle. Und das Ding ist halt nur, vielleicht war es ganz gut, dass ich jetzt den richtigen Weg gehe. Dann haben wir diese Sequenz auch gesehen. Der ist ja jetzt eigentlich hier reingegangen, ne? Ich nehme mal an, das sollten wir auch so machen. So. Und dann... Ah, ist hier ein Hebel. Okay, Hebel sind immer gut. Okay. Okay, wow. das heißt, es gibt hier zwei Brücken, die hier sich bewegen können, ne? So, wie gehe ich jetzt hier wieder raus? Ach so, da muss ich jetzt raus, okay. Mhm. Interessant, okay. So, dann sind wir jetzt hier irgendwo wieder in einem anderen Teil unten. Liegt da noch was auf dem Boden? Ich kann das nicht erkennen. Nee, ich glaube nicht. Alles nur optische Täuschung. So, was haben wir hier? Eine nicht angezündete Fackel, die wir aber auch nicht nehmen können. Und was sind das für Fliesen hier an den Wänden mit den verschiedenen Symbolen? Okay, da können wir jetzt rein. Und was ist hier? Da können wir jetzt auch weiter nach oben. So, du brennst. Aber ich kann dich sicher auch nicht nehmen, oder? Nee, ich glaube, da macht sie nichts. Okay, soll ich jetzt nach oben gehen? Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas ist. Hm. Ja gut, komm, es kann ja nicht schaden. Es kann ja nicht schaden, wenn ich runterfalle. So, jetzt aber nochmal. Ich sollte ein bisschen vorsichtig mit dem Joystick sein. So, hier. Die Fackel ist so tief. Wieso? Bewegt sich das hier auch? Nee, oder? Okay, wow. Und es geht immer noch weiter. Ja, geh doch um die Ecke. Och, Lara. So, da ist wieder eine Fackel. Da geht es wieder weiter. Oh mein Gott. Okay, das heißt, es gibt zwei Ebenen mit diesen Brücken wahrscheinlich. Und wir müssen rausfinden, wie wir da richtig hinkommen. Okay, hier ist jetzt keine Verbindung.
Und wir sollten wahrscheinlich auch nicht runterfallen. Ah, ja, genau. Da sind wir ja gestorben. Ich erinnere mich. So, dann hoffen wir mal, dass die untere Ebene ein bisschen mehr. Oh Gott, nicht runterfallen. Ein bisschen mehr zu bieten hat. So. So, nee, immer noch nicht da. Okay. Hier war das Licht. So. Dann gehen wir jetzt hier durch. Okay, hier können wir jetzt wieder durch und den Hebel ziehen. Ach so, wir könnten auch dadurch. Ah. Okay, dann war das vielleicht doch nicht so gut. Dann war das vielleicht doch nicht so gut. Warte, das wäre jetzt ja wieder. Ist das jetzt wieder der Weg zurück? Und da geht's dann weiter. Kommt drauf an, oder? Naja, ich denke, hier waren wir noch nicht. Genau, und jetzt ist die Frage, hoch oder runter? Ja, komm. Wir gehen erstmal hoch. Okay, da hängt die Hacke wieder höher. Okay, da geht es noch höher und wir können aber hier auch hin. Eieiei, okay, da kommen wir nicht rüber. Okay. War hier noch irgendwas? Ich dachte, da hätte ich noch was gesehen. Aber vielleicht auch nicht. So, genau, wir kamen von unten. Oh mein Gott. Jetzt werde ich schon hier ein bisschen. Nein! Okay, das ging ja noch. Ein bisschen verwirrt. So, jetzt schön. Oh Gott, okay. Da ist jetzt gar nichts. Da ist jetzt einfach gar nichts. Okay, dann gehen wir wohl. Scheiße. Okay, das war gar nicht so schlimm, weil da. Ach, weil da Wasser war. Dann waren wir aber hier unten schon. Oder ist das wieder ein anderes Treppenhaus sozusagen? Nee. Wir waren dann hier schon, oder? Okay, shit. Ich glaube. Huch. Ich glaube, dann muss ich nochmal zurück, wo ich herkam, und nochmal den Hebel ziehen. Oder da nochmal durchlaufen zu der anderen Brücke. Das kann auch sein. Naja, schauen wir mal. Also, genau, hier können wir durch. Und dann, ja, aber kam ich da nicht her? Ich ziehe den jetzt einfach nochmal. Genau, und dann geht es so rum. Das heißt, ich möchte jetzt hier lang. Hoffentlich. Huch. So. Das sieht doch wieder ein bisschen anders aus. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dann auch in der Mitte bin und ob oben noch was ist oder nicht. Da leuchtet wieder was. Okay, da können wir rein. Gehen wir einfach mal. Gehen wir einfach mal. Hier ist auch die Brücke. Yay! Ah, das klingt doch schon richtig. Oh, ein Buch. Okay, ein Buch. Was steht da drin? Bestiary. No. Hat das was mit Bestien zu tun? Oder was heißt das? So, und kommst du da so rüber oder willst du Anlauf nehmen? Hulla, wieso ist meine Steuerung so sensibel? So, warte, warte, warte. Nochmal. Nochmal so ein bisschen zur Seite ausrichten und los. Ach so. Ah, wir stehen hier. Okay. Ach so, ja. Ja, ich stand doch so gut. Ich stand doch so gut, Leute. So, aber dann komme ich da auch mit einem einfachen Sprung rüber. So. Gut, ich wollte mich doch einfach nur noch mal ein bisschen umschauen.
Ja, aber ist eigentlich auch egal, ne? Ich glaube, da finden wir jetzt nichts mehr. Wahrscheinlich hätte ich noch ein Geheimnis finden können, wenn ich jetzt noch mehr an diesen Mechanismen gedreht hätte. Aber wie es immer so ist, am Anfang ist man so motiviert, die ganzen Geheimnisse zu finden. Dann am Ende denkt man sich, ja komm, scheiß drauf, ich finde sie eh nicht alle. Was ist das? Da unten ist auf jeden Fall ein Medipack. Huch. Okay. Ist das gut? Ist das schlecht? Tut mir das was? Und komme ich jetzt, wie komme ich darüber? Mit ein bisschen Anlauf vielleicht. Okay. So, und was machst du jetzt? Ah, ich kann mich darüber hangeln, ne? Kommst du hier schon dran? Nee. Warte, da ist was über mir und da ist was. Schaffst du das so? Nein. Nicht so ganz. So. Wie kommst du da jetzt dran? Ich glaube, ich muss möglichst wenig schräg springen. Naja, das hat auch ganz gut funktioniert. Okay. Und dann kannst du dich hier festhalten und dort rein. Bin ich mal gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Musst du jetzt hier runter? Ah, da hinten ist noch eine Rose. Okay. Das heißt, es ist schwierig, da hinzukommen. Wobei, ja, guck mal, hier unten, glaube ich, tut es uns auch weh, wenn wir da rankommen. Wieso ist da eine Rose? Ist doch gar nicht so schwer, da ranzukommen, oder? Na gut, aber das heißt wahrscheinlich, ich bin hier nicht richtig. Und ich habe gedacht, ich muss hier hin. Es war doch so offensichtlich. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Geh mal bitte wieder zurück. Dann gehe ich wieder links rum. Okay, dann muss ich wohl einen anderen Weg finden. Oder ich muss noch weiter. Hier nach oben. Huch, ja, du sollst auch nach oben. So. Ja, und dann. Dann, ja, nein, Lara, dreh einfach dich einmal 180 Grad, ja, nein, das war zu viel. So, und jetzt? Jetzt muss ich ja so oder so nach unten. Jetzt bin ich wo? Ach, jetzt bin ich hier, okay. Nee, ist doch nicht klar. Wo bin ich jetzt? Ach so, hier. Okay, ja doch. Ja doch, und das war komplett schlecht gesprungen. So, jetzt ja. Genau, hier darfst du hin, da darfst du weiter. Das ist doch eigentlich. Eigentlich sieht es. Oh Gott, Lara. Du sollst einfach da hochspringen, okay? Okay, yes, das hast du geschafft. So, und jetzt nochmal, wenn ich da dran springe, komme ich wie weiter? Oder muss ich da hoch? Aber das ist zu weit oben. Ach so, oder ich kann natürlich einfach da so ran, wenn du dich richtest. So, nochmal speichern und. Nee, da wollte ich gerade eigentlich nicht ran. Ich wollte eigentlich. Oder kannst du, wenn du hier so an die Seite gehst und dann nach vorne und dann noch ein Stückchen lieber nach vorne, damit ich da auch wirklich rankomme. Mal gucken, ob das geht. Dass sie dann sagt, nein. Dann hält sie sich auch nicht fest. Okay. Muss ich hier noch irgendwas machen? Oder kann ich da doch von hier aus dann ran? Sollte eigentlich gehen, oder?
Shit. Nein. Irgendwie habe ich da heute einen Knick in der Optik, beziehungsweise Lara einen Knick im Sprung. So, ausrichten und nach rechts gehen. So, vielleicht noch ein Stückchen nach rechts, aber dann springt sie vielleicht wieder an das andere Ding. Ach so, ja guck. Ja guck, so habe ich mir das vorgestellt. So, und von hier geht es dann wahrscheinlich. Ah, geht es darüber? Oh Gott, ja. Oh, das hat funktioniert. Das hat tatsächlich funktioniert. Okay. So, ganz vorsichtig. Um die Ecken. Ich habe Angst, runterzufallen, weil Lara die Steuerung irgendwie nicht mehr mag. So, da oben geht's nicht weiter. Ja, dann. Lara, dreh dich bitte. Sorry. Wir haben so unsere Schwierigkeiten hier. Wow. Okay, jetzt sind wir draußen. Was ist das? Wo bin ich? Oh Gott, was? Oh. Ach du Scheiße. Okay. What the hell? Was ist das? Oh mein Gott. Wo kann ich hin? Ich will nicht von dem Dämon aufgefressen werden. Okay, ich folge euch, ne? Ihr seid wahrscheinlich nett und ich bin jetzt falsch abgebogen. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Okay, ich sollte nicht in die dunklen Gefilde, denke ich. Okay, hier wird's rot. Da drüber springen. Wäre ganz gut. Okay, jetzt bin ich unten. What the hell? Wo zum Teufel bin ich? Da ist jetzt nix, oder wie? Nee. Komme ich hier irgendwo wieder hoch? Wahrscheinlich, ne? Dann muss ich das ganze Spiel nochmal spielen. Okay, ich höre einen Herzschlag. What is this? Komme ich hier irgendwo nach oben? Ah ja, komme ich tatsächlich. So, ihr Lieben, okay. Wo muss ich lang? Da? Ah ja, okay. Das heißt, ich muss das jetzt nochmal. Oh, scheiße. Scheiße, wieso kann ich nicht springen? So, jetzt aber nochmal. Okay, aber wenigstens scheine ich hier unten halbwegs sicher zu sein. So, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Springen. So, und dann da rein. Oh Gott, jetzt ist wieder. Oh, du bist wieder hinter mir. Ja. Springen. Und da durch und springen, bitte. Danke. So, da. Nee, okay. Da lang. Ihr seid auch ein bisschen lahm, Leute. Seid so ein bisschen lahm. So, nach rechts, okay. Und nach links. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Sieht aus wie vorhin. So ähnlich. It's me. I've enough on my plate without you making me jump out of my skin and all. Your hair. What about me hair? It's white. That'd be right. I was detained by some unpleasant fellas from down below. Gave me quite a fright. That's why I wasn't at the chapel. But I can see you've kept yourself busy. Anyways, let's get you out of here and back to safety. Right, young lady. I'm going to have a quick look around now for a safe place to put you. Now, you stay put, or you'll be banging into something that'll make your hair turn white. And we wouldn't be wanting that now, would we? Father, I found a book in the labyrinth. You've been sightseeing in there as well. Good Lord Almighty, girl. I've been needing to chain you to something. It has protective symbols. Maybe you could use them. Bless you for the thought, but I've enough protection from him above. And for that diagram to be any good, you'd have to draw it out and be sitting in the middle of it. And you know something? I've left all my colouring pens at home tonight. Now, you'll be doing me a big favour if you were to stay put before you bang into something bigger than you. Stay put. Right.
Okay, stay put. Und ich weiß nicht, ob ich da gerade noch was übersehen habe in der Mitte. Aber das ist sehr merkwürdig, dass seine Haare jetzt plötzlich weiß sind. Vielleicht ist er der Dämon geworden. Keine Ahnung. So, gibt es hier noch irgendwas? Okay. What the hell? Wo bin ich? Kann ich da hoch? Ah ja. So, da geht es jetzt wieder nach oben und nach unten. Okay, das sieht ziemlich groß aus. Was gibt es da unten? Vielleicht ist das nur der Weg zurück nach oben. Das kann natürlich sein. Ey. Ey, lasst mich mal, Jungs. Hier ist gar nichts, ne? Ja, super. Super duper. Aber gut, ich hoffe, die Fledermäuse werden nicht häufiger hier getriggert. Okay, das ist ein kleines Medipack, ne? Kleines Medipack ist ganz schön. Gut, aber sonst gibt es hier unten irgendwie nichts. Okay, da kann sie ranspringen. Okay, wow. Alte Mühle sind wir jetzt. Aha. What? Werfen die irgendwas? Ey, ihr Assis. Ihr vollkommenen Vollhonks. So, und jetzt muss ich auch noch hier an dieses Seil rankommen und mich rüberschwingen. Und, oh wo soll ich denn überhaupt hin? Warte mal, Lara. Kannst du? Achso, genau so. Ich will wahrscheinlich. Fuck, ey. Ich will wahrscheinlich da so ran. Shit. Wie geht's meiner Gesundheit? Nicht so gut, ne? Oh, fuck. Und jetzt bin ich natürlich. Jetzt bin ich natürlich runtergefallen. So. Wie bescheuert sind diese Viecher bitte, dass sie jetzt mich auch noch hier so belästigen. So müsst ihr mich belästigen. Das geht überhaupt nicht klar, Leute. Achso, ich könnte auch einfach runter, ja, aber es ist wahrscheinlich nicht Sinn der Sache. Ich muss schon irgendwie da so ran. So, nee, du sollst nicht weiter nach oben, du sollst schwingen. Ich habe verlernt, wie man schwingt. Shit. Ich habe verlernt, wie man schwingt. So? Doch, so, oder? Nein? Shit. Weil so gucke ich. Ich weiß, dass es beim letzten Spiel, auf welcher Taste es war, aber das hilft uns hier nicht. Warte. Ah, shit. Okay, ein bisschen Konzentration. Oder soll ich nochmal zurückgehen und gucken, was wir da hinten noch machen konnten? Oh Gott, das hat sogar funktioniert. So, Und jetzt drehst du dich, genau so drehst du dich. Und jetzt, nein, so lässt du los. Wieso lässt du so los? Okay, hier komme ich auch nicht weiter, ne? Ich kann ja mal versuchen, ganz rumzugehen. Ach so, sie geht da wieder hoch. So, ihr Assis. Komme ich nicht auch irgendwie so rum? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Wie schwinge ich nochmal? Naja, wir werden es gleich rausfinden. Ich lasse mich auch unter Druck setzen von den Scheißviechern. Wenn die hier was auf mich abschießen. So, bitte. Einmal. Nein, Lara, du sollst dich drehen. Das ist wieder so dieses Joystick-Problem. Okay, gedreht. So. Und jetzt ist die Frage, habe ich das auf einen blöden Button gelegt vielleicht? Das mit dem Schwingen? Nee, so geht sie wieder nach oben. So gehst du auch wieder nach oben. So lässt du los. Was war das nochmal?
Was war das nochmal? So wird das überhaupt nichts. So wird das doch überhaupt nichts, Lara. So, aber okay, so geht sie hin und her. Und so geht sie nach oben, genau. Schwingen, das ist Look. Das ist auch nicht richtig. Sheet. Ah, so. Mit dem. Ja, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, diese, wie ich das hier gemacht habe. Ah, okay, ich glaube, ich sehe das Problem. Ich glaube, ich muss da in die Mitte hin. Gott, okay, Lara. Stopp. Genau, weil sonst werde ich da an die Dinger rankrachen. Oder muss ich da oben hin? Vielleicht muss ich auch da oben hin, ne? Gott, so viele Entscheidungen. Und ich glaube, gleich bin ich tot. Ich sehe meine Anzeige nicht so komplett. Das ist ein bisschen das Problem. So, springen. Oh mein Gott, yes. Yes, und die Musik bestätigt mir das auch. Yes, richtig gut gemacht. Okay, wie komme ich jetzt da unten hin? Muss ich da überhaupt unten hin oder muss ich... Oh Gott. Muss ich irgendwie oben rum? Nee, es wäre schon geil, wenn ich da in die... da ran könnte, oder? Oh Gott. Nein, das war nicht gut. Das war nicht so gut. Ich will doch nur... Aber... Oh Gott. Ja, aber so geht das nicht. Auch wenn die Kamera natürlich toll zeigt, wie das aussieht, aber... Oh. Hä? Nee. Wie habt ihr euch das gedacht? Wo soll ich hin? Soll ich an die Stange? Warte. Soll ich hier... Nee, nee. Ja, ich bin jetzt eh tot. Eh tot. Okay. Einmal probieren wir hier noch weiterzukommen. What the hell? Wo soll ich denn hin? Da liegt was. Sag mir... Okay, das ist nur mit dem Seil zu erreichen. Ja, aber was soll ich denn dann hier machen? Kann ich nicht? Kann ich nicht, wenn ich da nachher dran bin, mich festhalten? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Und wenn ich... Ja gut, ich könnte hier mal runter, ne? Aber das bringt mir, glaube ich, nichts, oder? Ich glaube, ich bin eh gleich tot. So, ah, hier kann ich stehen. Hier kann ich stehen. Aber komme ich denn von hier? Ach so, scheiße. Ich bin eh da, wo ich vorher war. Das bringt mir irgendwie nichts. Okay, aber ich könnte da sogar rankommen, ne? Okay, oder was ist der Plan? Was ist der Plan, Lara? Okay, das war nicht so der geilste Plan. Oder, ah, guck mal, kannst du... Aha, aha, okay. Gott, wenn die mich jetzt töten, ne? Okay, jetzt habe ich eine Crowbar. Jetzt habe ich eine Crowbar. Mit der Crowbar mache ich was ganz Tolles. Mit der Crowbar mache ich was ganz Tolles. Ja, toll. Ja, das ist nicht so das Tolle, was ich im Sinn hatte. What the hell, was soll ich denn hier machen? Oder ich brauche so ein Boomerang-Teil, um mich da festzuhalten an dem Kabel. Dann muss ich mit dem Kabel darüber, aber es ergibt auch nicht so wirklich viel Sinn, ehrlich gesagt. Kann das sein, dass ich einfach wieder zurück muss?
Weil ich jetzt die Crowbar habe, das wäre ein bisschen enttäuschend. Oh, scheiße. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal versuchen wir dann den Weg zu finden. Müssen vielleicht auch nochmal runtergehen, um den richtigen Weg zu finden. Ja, und dann lassen wir uns nicht von den Viechern nerven. Bis zum nächsten Mal.